Hallo und willkommen zu einem Pickup-Video. Diesmal möchte ich euch Neuzugänge in meiner Transformers-Sammlung vorstellen. Ja, und was dazu gekommen ist, seht ihr gleich. Eines meiner liebsten Sammelgebiete sind meine klassischen Transformer oder Transformers überhaupt. Ich bin ja der G1-Fan und in der Richtung sammle ich jetzt hauptsächlich. Es sind zwar ein paar modernere Sachen, neuere Versionen, Sachen dazu gekommen, aber ich habe so ein paar Sachen erworben, die wollte ich euch einfach mal zeigen. So, einen Schluck noch trinken. Und nun bin ich bereit, euch die Sachen zu zeigen. Ich fange mit neueren Sachen an. Zwei Sachen sind gekommen, die ich bei Hasbro Pulse mir bestellt habe. Zum einen geht es darum, um Dirge, einen der Seekers oder Conehead Seekers, richtig cool, in der neuen Verpackung, hier ein schönes Artwork, hier hinten, so sieht er aus und hier könnt ihr ihn verwandelt sehen oder beziehungsweise in Roboterform. Ja, richtig cool, ich finde, er ist richtig gut getroffen, sehr klassisch, dem G1-Vorbild, deswegen wollte ich ihn auch haben. Mich stört wie immer, dass das offen ist und im Endeffekt mag ich diese Box nicht. Ich gebe ganz echt zu, dieses ist mir viel zu eckig. Ich kann nichts draufstellen. Das ist, ihr seht ja, das ist abgerundet. Es sieht zwar toll aus, aber ich finde es wahnsinnig unpraktisch und ich hätte lieber mehr das Klassische. Ja, also der hat mich erreicht. Sie kam vom Hasbro Pulse Store, genauso wie dieser hier. So, ich muss mal kurz eine Figur da runternehmen. Ich stelle sie hier hin. Ihr habt ihr schon gesehen, deswegen ist es nicht so schlimm, aber da komme ich später nochmal zu oder gleich danach. Das zweite, was ich von, da muss ich mich korrigieren, das hatte ich im Hasbro Pulse Store bestellt und es war nicht lieferbar. Obwohl ich es bestellt habe in der Vorbestellungsphase, ist es einfach nicht gekommen. Ja, und dann hat das Amazon angeboten für 28 Euro oder sowas, 27 Euro inklusive Versand und habe ich sofort zugeschlagen. Und jetzt, wie gesagt, schön in dem Originalkarton noch. Und ach gut, den nehme ich hier runter. Und zwar handelt es sich um eine Sonderfigur und zwar ist das hier Twin Twist im Design von seiner Diaclone-Variante, seiner Vorversion. Richtig cool, finde ich richtig klasse. Hier haben wir auch nochmal dieses Artwork und hier jenes, die kommen in dieser Box. Da gibt es eine ganze Gruppierung von verschiedenen Figuren, eben halt, die zu dieser Serie, zu dieser Wreck and Rule Reihe gehören. Aber das waren alles nicht meine Figuren. Ich wollte nur Twin Twist haben, mit dem verbinde ich wesentlich mehr Kindheit. Ist halt eine moderne Adaption. Er ist in der Art auch schon mal in der Titans Return Serie rausgekommen. In dem Sinne hat er auch einen Headmaster, was er original nicht hatte. Aber der Doppelbohrer ist für mich einfach nur Kult. Und deswegen wollte ich ihn in meiner Sammlung haben. Ja, das ist, hat es fast auf sich mit der modernen Veröffentlichung. Es gibt noch eine, aber die habe ich auch von einem Kollegen übernommen. Somit gehe ich jetzt über mit meinen klassischen Sachen. Das hier ist Quake, der Double Target Master. Ich habe ihn euch schon mal gezeigt in einem anderen Transformers Video. Was mir aber fehlte, waren seine Target Master. Die habe ich euch aber auch schon einmal gezeigt in einem Video, was ich vom Bürgermeister oder wo ich ein Paket vom Bürgermeister bekommen habe, was ich entpackt habe. Ja, ich hatte mit ihm getauscht. Er hatte die beiden Target Master nochmal doppelt. Jetzt seht ihr sie, richtig cool. Und die sind jetzt hinzugekommen. Ja, richtig klasse. Also gefällt mir auch richtig gut. Also so kann er sich sehen lassen, so gefällt er mir wirklich. Und ja, das macht auch nur Laune, dass ich den jetzt vollständig habe. Das freut mich. Einer der wenigen G1 Target Master, die mir fehlten. Die anderen habe ich alle gekauft, als sie damals erschienen sind, um 1990, 92 herum. Den nicht, weil Panzer nicht das Ding meiner Eltern waren. Und da wollte ich nicht negativ sein und keinen Streit provozieren. Die Figur ist in einem sehr guten Zustand. Leider fehlen die Aufkleber da, sind nur die Boxart oder die Aufkleber drauf gemacht worden, die von Box oder vom Standard her waren. Weil es sind immer manchmal einige Aufkleber, wie zum Beispiel hier Decepticon-Logo, drauf gewesen, als man es schon gekauft hat. Und dann gab es trotzdem noch einen Stickerbogen, um weitere Aufkleber aufzukleben. So.
Also der ist jetzt vollständig, da freue ich mich sehr drüber. Ich habe ihn jetzt in einem sehr guten Zustand und das freut mich einfach. Ja, so. Und aufgrund des Platzes mache ich das euch jetzt anders zeigen. Ich komme, die zweite moderne Figur ist auch eine, die mir fehlte. In meinem Transformers Facebook-Forum hat die eine angeboten. Ich habe mit einer anderen Figur zusammen 60 Euro bezahlt. Und zwar, schon wie schnell, man hat 3 Tage hingestellt und dann staubt es. Und zwar handelt es sich um Starscream in der Resure-Version dieser aktuellen neuen Serie. Richtig schön, das Boxart liebe ich. Hinten könnt ihr sehen, eben halt, wie er aussieht, sich verwandelt. Hier nochmal. Die Box ist so, wie sie original früher war, also von der Form her, wie das Original G1 damals in den 80er Jahren. Die Figur ist jetzt ein bisschen moderner interpretiert. Ich zeige es euch. Sie liegen gar nicht so einfach. Man hat hier so ein paar Sachen hingelegt. Ich will nicht, dass es runterfällt. Und zwar habe ich sie hier. Richtig cool. Auch hier ist sie ähnlich aufgebaut wie eben halt unser lieber Thundercracker. Ja, ich muss überlegen, Skywarp oder Thundercracker. Thundercracker war das. Ist komplett identisch. Die Figur, also die hat die gleichen Macken, kann man so sagen. Das ist genau identisch. Es ist auch eine modernere Version, die Megatron dabei hat. Das Original G1 hat das nicht. Im Vergleich sind keine Aufkleber drauf, die man aufkleben muss, sondern es ist alles bedruckt. Dafür, ich habe nochmal genau geguckt, sind aber im Vergleich zu G1 weniger Aufkleber oder Drucke drauf, weil es gab Aufkleber hier für die Düsen und es gab hier noch Aufkleber und hier unten. Also es war wesentlich mehr zum Aufkleben. Dafür sieht man leider auch mehr die Schrauben jetzt hier oben irgendwie gefühlt. Ja, es gibt die üblichen Unterschiede mit den Raketen. Die kleinen Raketen, die hier auf der Verpackung noch stehen bleiben, drauf sind. Hier sind so kleine Raketen, die sind viel zu lang. Das sieht nicht so schön aus wie hier auf dem Bild. Das ist sehr, sehr traurig. Im Vergleich zum G1 auch sind diese Abschussgläser dicker und länger irgendwie gefühlt. Gefällt mir nicht hundertprozentig, ist aber trotzdem eine sehr schöne Figur. Sie ist sehr detailliert wieder angemalt, auch gerade im Gesicht gefällt, das gefällt mir sehr gut. Was mir jetzt nicht gefällt, ist, dass die Figur leiert. Seht ihr das? Der Kopf ist nicht gerade, er klappert, weil hier oben irgendwie was nicht richtig festgezogen wurde, damit das ein bisschen, ich sag mal, nicht so locker einfach ist. Und was mir auch nicht gefällt, ist hier bei der Spitze, das ist ja die Düsenjägerspitze, das ist mit einer Gummispitze versehen. Ich habe jetzt keinen Original parat, ich weiß gar nicht, ob früher eine Gummispitze drauf war, ich glaube nicht. Die ist nicht sehr schön gearbeitet. Das ist so, ja, ihr seht das hier besonders, es gefällt mir nicht wirklich da. Ja, ansonsten ist es eine kultige Figur und wenn man sie jetzt sozusagen zur Wand hinstellt und die Spitze als Stütze sozusagen mitnimmt, irgendwie habe ich das anders hingestellt gekriegt, egal. Dann bleibt das auch liegen. Oder beziehungsweise hier ist auch so, dass die Füße lockerer sind. Ja, na gut, lasse ich ihn erstmal so stehen. Aber wie gesagt, das ist irgendwo nicht so schön. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich ihn draußen stehen lasse. Wahrscheinlich werde ich ihn verpacken. Dann habe ich ihn erstmal. Das ist eine Sache. Bei diesem Deal war noch eine zweite Figur dabei. Die ist auch nicht vollständig, aber heil. Es wird auch nicht, ist auch nicht die Erstauflage. Die Erstauflage hatten das Rubbel-Logo auf, das die nicht. Aber da konnte ich nicht widerstehen. Es ist einfach nur kultig. Es handelt sich um Soundwave. Richtig cool. Hier ist es eigentlich so, dass hier oben, das ist jetzt eher seine Waffe als seine Schulterkanone. Aber ich finde, die Schulterkanone ist einfach markanter. Kann abschießen. Es ist in einem wirklich sehr, sehr schönen Zustand. Es hat aber auch kein Kassett-Tape ist dabei. Ihr seht, es ist leer. Hier hinten fehlt die Klammer. Das ist auch sehr, sehr schade einfach. Es ist aber auch eine ältere Version mit Metallfüßen und so weiter. Und
ja, die gab es dazu. Eins sind, glaube ich, wollte man 15 Euro haben. Ich habe einfach, weil ich, Soundwave ist einfach einer der, für mich einer der ikonischen G1 ist. Und da habe ich gedacht, ja, den kann ich mir nochmal hinstellen. Ich habe ihn im Endeffekt lose nur einmal in meiner eigenen Version. Da ist er jetzt auch nicht ganz vollständig. Da fehlen mir meistens so zwischen die Kanonen und auch hinten die Abdeckung. Das ist so eine Klammer, wo man sich in einem Gürtel hängen konnte in Wirklichkeit. Ja, das fehlt. Na gut, dann kommen so ein paar Sachen. Das habe ich gezeigt, was ich jetzt nochmal gekauft habe. Beziehungsweise erstmal zwei Sachen, die sich gefunden haben auf dem Dachboden aus dem Besitz, ich glaube, von meinen Schwestern. Aber die brauchen sie nicht mehr. Jetzt von den, die haben irgendwie auch Transformer-Figuren gehabt. Die werden mich aber auch verlassen, weil ich einerseits hier Beast Wars nicht mehr sammle. Auch hier Iguanos heißt er. Ist keine schlechte Figur. Also ich sage nichts gegen die Beast Wars. Die sind echt tolle Figuren. Aber es sind nicht meine Transformers-Figuren, meine. Ich bin mehr so der G1, die Generation davor. Und was auch noch gefunden ist, ich habe ihn jetzt nicht verwandelt, ich weiß auch nicht, ob er vollständig ist, es ist der Bumblebee. Hier so Battle Damaged Bumblebee, hier oben mit der Brandspur, das ist jetzt, und hier auch so ein bisschen. Die Türen kann man aufmachen. Und interessanterweise, wenn man aufmacht, dann ist der Brandfleck passend. Wenn ich die Tür zumache, dann sieht er abgestumpft aus. Ja, irgendwie ist das nicht gut konzipiert. Eigentlich hätte der Battle Damage sein müssen komplett, aber das ist, vielleicht sollte das sein, eher wenn er verwandelt ist. Ja, in seinem Camaro. Moviefiguren sind nicht meins. Ich habe früher eine ganze Menge, ich habe auch noch immer noch im Keller bei mir, sage ich ganz ehrlich, eine ganze Menge Moviefiguren, die sind alles sealed. Das ist eigentlich eine der wenigen Moviefiguren, die ich in der Hand halte, die ausgepackt sind, obwohl ich sie nicht ausgepackt habe. Ups, das bin ich dagegen gekommen, jetzt ist er mir umgekippt. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, Starscream, einfach nur kultig. Noch Arm runter. Schade, dass der Kopf, das ist so, ich seht ihr, das macht das so ein bisschen schade. Na gut, bevor ich euch meine Highlights noch zeige, ich habe für 20 Euro bei Kleinanzeigen einen Deal gemacht. Ich dachte, da ist die eine Figur heiler oder nicht so ausgeleiert, wie sie wirklich war. Deswegen ist das eine so ein leichtes Upgrade für mich. Die habe ich jetzt auch ein bisschen mehr noch mit ein bisschen Zubehör, was ich hatte, bestückt. Und zwar handelt es sich hier einmal um den Stalker. Jetzt hier mit Aufklebern. Ich habe die eigentlich nie mit Aufkleber so richtig gehabt. Somit war das für mich ein Upgrade. Die beiden Teile sind von mir, die beiden, die Antenne und auch die Rakete. Somit ist er ein bisschen vollständiger. Ja, also der gehört jetzt zu mir. Gehört zu mir, das ist logisch. Ja. Auf jeden Fall ist es eine coole Figur. Obwohl nicht hundertprozentig bin ich immer mit der warm, weil das ist so eine Phase, mit den Transformers-Figuren nicht ganz so hübsch sind. Mir nicht so hundertprozentig gefallen, aber irgendwie hat er was und ich habe ihn in zwei Farbvarianten, wie ich meine. Und ja, ansonsten ist es gut. Und die andere Figur, die dabei war, und ihr seht, das ist Snarl, Dinobot Snarl, sehr ausgeleiert. Auch abgebrochen hier beim Teil von seinem Schwanz und. Einige Sachen funktionieren noch. Man kann die Beine noch richtig einpacken hier. Und sicherlich, wenn man ihn auseinander nimmt, könnte man wieder eine gute, heile Figur draus kriegen. Aber sie ist so locker, dass man sie nicht richtig zusammenstecken kann. Die fällt dann komplett auseinander. Ihr seht das. Es ist sehr, sehr schade. Und ich hatte gedacht, mir noch einen zweiten Dinobot Snarl hinzustellen. Er sah auf dem Foto wesentlich heiler aus. Und der, ja, er ist noch relativ heil, er ist zwar bespielt, dieses, aber er war so hingelegt, dass man nicht merkt, dass er so auseinanderfällt. Na gut, man hat auch mal Fehlgriffe, aber dass man auch so eine als Ersatzteil was kaufen kann, wo man dann eine Überraschung erlebt, das zeige ich euch gleich. Und ich habe jetzt noch eine Figur, die ich euch vorher zeigen möchte, die habe ich auch von kleiner zeigen, die hat mich mit Versand 40 Euro gekostet, aber die wollte ich haben, weil die mir noch fehlte. Und zwar ist es hier Flywheels
ein Duocon, der ist auch vollständig. Lediglich das Rubbellogo ist nicht mehr in Ordnung. Ansonsten in sehr, sehr schönem Zustand, nicht verblichen. Heil, alle Aufkleber sind sonst top. Fehlt nur ein Aufkleber, es fehlt der Decepticon-Aufkleber vorne, aber das ist jetzt nicht so schlimm für mich. Er ist in einem tollen Zustand und ich habe seinen Bruder, den anderen. Und somit habe ich die beiden komplett, die Duocons. Da freue ich mich sehr. Mit dabei war noch das Booklet, das Original, das so ein Booklet lag früher dabei bei den G1s. Und echt klasse. So, ich muss mal einen Schluck trinken. Man ist so schnell außer Atem und ja, muss mal die Kehle spülen. Ne? Hab mir Tee da eingegossen. Wie gesagt, diese Booklets sind so ein bisschen in lila Ton gehalten bei den Decepticons. Die Autobots waren so ein bisschen rötlich, richtig cool. Und das sind sozusagen dann die Instruction Booklets. Also hier, wo Aufkleber hinkommen, wie verwandelt wird, richtig cool. Und hier jetzt ein komplett in Englisch. Gab es auch nicht in Deutsch. Ob der hier in Deutschland eigentlich erschienen ist, weiß ich gar nicht. Oder ob er nur in einigen Regionen, weil damals waren nicht alle Figuren überall erhältlich. Deswegen richtig cool. Aber das sind so die Transformers-Figuren, die ich liebe. Diese klassischen hier, die beiden zum Beispiel. Und der könnte besser sein, aber ich mag ihn trotzdem. Also richtig cool. Ja. Gut. Kommen wir jetzt zum letzten Deal. Das war wirklich ein 22 Euro Deal bei Kleinanzeigen mit Figuren. Ich habe eigentlich gedacht, oh, vielleicht kannst du daraus was machen. Ich hatte es überlegt, mir so eine kleine Anzahl an G1s anzuschaffen, wo ich vielleicht ein bisschen Ersatzteile haben kann. Das sind wirklich beschädigte Figuren, die ich jetzt hier zeige. Und dann war da eine Überraschung dazwischen. Die ist nicht hundertprozentig heil, aber so heil, dass ich sie wieder fit kriegen kann. Aber dazu komme ich gleich. So, all das kam in diesem Zipperbeutel. Es war eine Anzeige Transformers und GoBots. Ich habe da gar nicht so schnell zugelangt. Die ist sogar runtergesetzt worden. Ich glaube, 30 war das erste und bei 20, ich habe mich auf 20 Euro mit Versand geeinigt im Endeffekt. Die war schon ein bisschen da. Und das Schätzchen, was ich da entdeckt hatte zwischen, was wie gesagt das Highlight ist, hatte keiner entdeckt. Also ich kenne mehrere Transformers-Sammler, die mir da auch gesagt haben, wenn ich in Kontakt war, wo ich einige Sachen nachgefragt habe. Ich sagte, das habe ich gesehen, aber das habe ich übersehen. Naja, was war hier denn drin? Wie gesagt, GoBots und Transformers-Figuren sozusagen. Und zwar hier habe ich einmal, und der ist fast heil, fast leider nur, ein Insecticon, und zwar ein Kickback. Er ist bespielt, die sind auch nicht groß. Hier sind die Fühler abgebrochen, also der ist noch mit am besten im Zustand. Normal stehen die Flügel dann auch so hoch, das geht natürlich jetzt nicht mehr. So sind die eigentlich. Waffe fehlt, aber das ist nicht schlimm. Der ist aber wirklich noch in einem sehr schönen Zustand. Sein Bruder Scrapnel ist leider nicht mehr so in dem Zustand. Das ist wirklich Reparaturmaterial, kann man sagen. Hier ist das abgebrochen, es fehlt was. Also viele Sachen fehlen hier. Aber wer weiß, manchmal kann man Dinge gebrauchen, ich weiß es nicht. Hatte mich auf eine Art gereizt, aber ihr seht ihn, er ist total kaputt. Ja, es ist halt ein defekter Insektikon. Es waren auch ein paar GoBots. Auch nicht richtig, richtig schwer, weil er aus Metall ist. Auch so ein Hubschrauber-GoBot-Transformer. Das heißt nicht schlecht. Rotor fehlt, seht ihr. Ob noch mehr fehlt, hier weiß ich nicht. Hier vorne ist noch irgendwie was, wo auch was fehlen könnte. Ich habe auch schon so eine ganze Menge GoBot-Teile, die Ersatzteile, wer weiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall reizte mich das und ja, also richtig schön, schwer, aber auch cool. Dann war noch als GoBot dabei, der ist auch beschädigt, da fehlt auch der Kopf. Im Endeffekt kann man den zusammenbauen, dann ist er noch wenigstens noch ein leichter Truck, wenn man ihn so ein bisschen baut. Hier, wie gesagt, fehlt der Kopf und so weiter. Auch so ein GoBot, so ein Truck-GoBot. Dann haben wir hier dabei einen GoBot, kleinen Hubschrauber, wo auch vieles fehlt. Kopf fehlt, oder Rotor fehlt auch und so weiter. Man kann ihn auch nicht voll verwandeln mehr irgendwie. Der ist auch irgendwie geklebt worden.
oder beziehungsweise bemalt worden. Somit ist er nicht mehr richtig verwandlungsfähig. Leider ist vollständig. Aber was soll's. Ich finde die immer recht schön zum Angucken. Was haben wir noch? Ach ja, hier haben wir ein Tape. Kassetten. Laserbeak ehemals angemalt und es fehlt die Hälfte. Wer weiß, was da ist. Der ist eigentlich noch fast gut in Schuss, aber leider es fehlt ein Rad. Und hier, ich weiß gar nicht, ob die komplett heil ist. Hier ist bestimmt noch ein Teil vom Arm verbogen. Aber als Lamborghini-Gelber kann man den Go-Bot sich noch hinstellen. Hier fehlt das eine Rad. Ist halt manchmal so. So, das ist heil, aber es ist aus einer ganz anderen Serie. Das ist zwar auch von Takara, das sind Blockman. Der ist, wie gesagt, vollständig, da freue ich mich auch drüber. Ich habe auch noch zwei Blockman bei mir in der Sammlung, die ich auch mal gekauft habe. Oder mal mit einer Sammlung bekommen habe, aber in meinen Jugendjahren. Das ist mehr so ein Steckrobot-System. Da kann man eben Teile ranstecken, da kann man daraus ein Jet machen. Ja, alles Mögliche. Auf jeden Fall, also je nachdem, was man für Zubehör hat. Ja, und wie gesagt, der ist heil, freut mich auch. Hier so ein kleiner Blockman, ihm halt da ist der Kopf. Und das war's auch. Der kann sich nicht wirklich verwandeln, der kann sich ein bisschen bewegen. Wir können ihn so ganz leicht biegen und Arme bewegen und das war's. Das war's wirklich. Aber der ist heil. Und da ist auch ein bisschen aus, ist auch Metall mit dabei eingebaut. Das heißt, das ist wirklich ein schön klassischer und der freut mich auch. Der wird auch in meiner Sammlung bleiben. Beim anderen, wie gesagt, werde ich sehen, wie es ist. Einiges bleibt in die Ersatzteilkiste da drin. Und ja, jetzt wollt ihr wissen, was war das Highlight, was ich da in diesem Lot gesehen habe. Ihr seht ja, beschädigt, man sieht nur die kaputten. Man kennt vielleicht einige nicht, einige sammeln auch gar keine Go-Bots. Somit fällt das vielleicht auch raus und man übersieht die Figur. Ja, und ich habe ihn nicht übersehen. Und zwar habe ich hier, sagen wir mal so, ich habe gedacht, das ist Bumblebee. Das ist aber nicht Bumblebee. Er ist bespielt leicht. Die Füße sind fallen ein bisschen. Ihr seht ihn. Er sieht aus wie Bumblebee. Ist es aber nicht. Das ist Bumblejumper. Bumblejumper ist eine Mischung aus Cliffjumper und Bumblebee. Nämlich und zwar ein Cliffjumper in Gelb. Glaube ich, war das ganz grob. Hat kein Rubbellogo gehabt, ist sozusagen in der Anfangszeit gewesen. Er ist fast perfekten Zustand. Abgesehen, dass er ein bisschen bespielt ist, aber das, was fehlt, sind die Reifen. Alle vier Reifen fehlen. Ihr seht, hier sind nur die Felgen. Das kann sogar passieren, weil die aus Gummi waren zu dem Zeitpunkt und wenn die porös werden, sind die sogar teilweise zerbrochen. Das ist ähnlich wie beim Mask mit den Masken, wenn die hart werden. Und manche sind beim Anfassen zerbrochen. Das ist auch bei den Reifen teilweise von Transformers so. Die können rissig werden, die können brechen, die können zerbröckeln. Das ist halt Gummi, das dann irgendwann den Weichmacher raus hat. Da bin ich jetzt auf der Suche nach einem modernen Repro. Nicht von dieser Figur, von einem der Figuren dieser Art. Das kann Bumblebee sein, es kann Cliffjumper sein oder wie auch wirklich ein KO am besten, der Gummireifen hat. Dann kann ich die abnehmen und darauf packen. Das ist so eine der Sachen, wo ich mir das überlegt habe. Und was noch fehlt, aber das kann man auch wieder machen, hier fehlt der Aufkleber oben. Hinterm Kopf ist so ein Aufkleber gewesen. Der ist ab, den kann man aber wieder ersetzen oder ranpacken. Ja, und top. Und ihr könnt gerne mal Bumblejumper googeln. Bumblejumper ist eine echt seltene Figur, die auch einen echten hohen Wert hat. Und ich war super erstaunt, dass sie dabei war. Ich hatte auch schon Angebote, den zu verkaufen, ehrlich gesagt. Als ich das gezeigt habe mehreren Leuten und die Figur geht für gar einige Summen weg. Das, auch in dem Zustand ist die dreistellig wert. Kaum zu glauben. Also so ein Schätzchen findet man in einem kaputten Lot. Und auch wenn er so beschädigt ist, das ist Reparatur. Ich sag mal, man kann es leicht machen. Modernere Reifen abziehen, wieder raufpacken. Macht man bei Hot Wheels auch. Hier geht es genauso. Sie sind ja auch nur raufgesteckt sozusagen oder die Gummireifen raufgezogen. Und deswegen will ich auch ein modernes KO haben, weil dann sind die noch weich und dann kann ich sie rüberziehen. Wenn ich das jetzt von einer älteren Figur mache,
Da muss ich echt darauf achten, dass ich sehr weiche Reifen finde. Ansonsten zerbröckle ich die auch, wenn ich das versuche zu tauschen. Ja. Und den Aufkleber, ja, den kann man mit einem Repro-Aufkleber versehen. Und trotzdem habe ich Bumble Jumper in einem super Zustand. Ja. Und das war alles neu oder alles Neue für meine Transformers-Sammlung. Klar, diese Ersatzteile bleiben Ersatzteile. Das geht raus, der wird verkauft oder abgegeben. Genauso wie der. Dings hier, also der Beast War, der Iguanos, ja, der Stalker, der bleibt in meiner Sammlung, aber mein Alter, der geht in den Verkauf. Ja, das war's eigentlich. Ne? Ich mache jetzt noch ein abschließendes Video wieder mal. Ich zeige euch da drüber die Sachen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe in alter Frische. Ich habe bestimmt noch mal was demnächst irgendwann zu zeigen. Ich freue mich immer wieder, wenn es kommt. Mit der Zeit etwas hinzu. Alles klar, dann auf euer Wohl und bis zum nächsten Mal. Ach so, ganz wichtig natürlich, wenn ich mache, zum Ende komme, da unten Kommentare, sprecht mit mir, wie findet ihr meine Zugänge? Liken, teilen, abonnieren, darüber freue ich mich sehr. Die Glocke, damit ihr nicht verpasst, wenn ich das neue Video online habe. Bis zum nächsten Mal.